Mobile Nerd Games. Hi, servus, hier ist der Markus von Mobile Nerd Games. Wie geht's euch, Leute? Alles klar? Heute bringe ich euch einen schnellen Quick-Tipp. Es gibt ja die neue Plattform Trovo und ich wollte euch zeigen, wie ihr euch dort euren Chat mit ins Overlay packen könnt. Dort gibt es natürlich noch nicht alle Features, das ist halt noch in der Beta, aber ich habe schon mal ein bisschen getestet, ich habe dort schon gestreamt und es macht ziemlich viel Spaß, man hat sehr schnell Leute bei sich im Stream, kann ich nur empfehlen, wer Bock drauf hat, ist es auch nicht so überlaufen, derzeit wie Twitch. Daher kommen wir direkt zum Tutorial, würde ich sagen. Also, wir sehen hier jetzt erstmal OBS. Aber jetzt wechseln wir mal hier rüber zu Trovo und um euren Chat jetzt, den hier auf eurem Bildschirm zu haben, macht ihr es eigentlich ziemlich einfach. Ihr klickt hier unten, macht einen Pop-Out-Chat auf, kopiert euch hier oben drinne die URL, macht strg, also strgc für Copy, strgv für speichern oder ihr macht hier einfach kopieren und einfügen, so rum. So, macht das, minimiert das wieder, dann geht ihr hier rein und macht euch eine neue Source hinzu. Wir nehmen hier jetzt einfach Plus und dann, da wir es ein Browser, eine URL ist, brauchen wir eine Browser Source. Nehmen wir jetzt Trovo Chat. Den habe ich schon, okay, Overlay, ich glaube, das habe ich noch nicht. Genau, jetzt haben wir das Chat-Overlay. Jetzt muss ich euch gleich noch was zeigen. Man kopiert hier halt die URL rein, ne? Und wenn ihr auf OK klickt, sollte der Chat schon da sein. Das ist schon mal nice. Ihr könnt größer und kleiner skalieren, wie normal. Aber das Problem ist, ihr könnt ja nicht die Shift-Taste drücken und das größer oder kleiner zieht. Damit passt das Ganze nicht mehr. Ja? Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir das machen. Dazu gibt es einen kleinen Trick, den ich rausgefunden habe. Was heißt ein kleiner Trick? Wir gehen auf die Eigenschaften und müssen einfach hier die Größe und Breite anpassen. Die Breite nehmen wir jetzt 600 und die Höhe 1000. Also ich habe 980 auf 1000, ja, ihr wisst HD, komm jetzt nicht drauf. Und wir nutzen einfach 600 auf 1000, das hat ganz gut bei mir funktioniert. So, und dann kann man das einfach so hier reinziehen. Das einzige Problem, was wir haben, 1000 ist doch ein bisschen groß, ne, sehe ich gerade. Also bei mir hat 1000 recht gut funktioniert, es sei denn, es ist hier zu breit, was wahrscheinlich der Fall ist. Genau, dann ziehen wir das runter, bis es grob passt. So, jetzt hätten wir den Chat schon mal hier drinnen, ne? Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass wir unten den Kram sehen hier und oben Chat. Ihr könnt es einfach größer skalieren, das wäre natürlich die eine Option, wenn ihr das angeklickt habt. Dann skaliert ihr das halt drüber, aber das ist auch, da macht ihr die Schrift wieder größer, dann passt das auch alles nicht mehr. Wenn ihr so wirklich zufrieden seid, geht ihr einfach hier unten wieder in die Quellen rein. Ich mache das Fenster mal ein bisschen kleiner. Geht auf Trovo Chat und geht dann auf die Filter. Und hier brauchen wir jetzt zwei Filter, weil wir wollen den Chat auch transparent machen, also dass er durchsichtig ist, ne? Das heißt, wir gehen unten auf Effektfilter. Dort wählen wir einmal den Chroma Key und sagen einfach OK. Und zweitens ist der Zuschneiden Pad und sagen auch OK. Das heißt, wir gehen erstmal auf Zuschneiden Pad und schneiden das jetzt zu. Das heißt, wenn wir sagen, oben wollen wir was weg haben, dann klicken wir da hoch, bis das weg ist, was wir nicht mehr sehen wollen. Das ist schon mal nice, ne? Und unten genauso, da können wir da auch wegschneiden, was wir wollen. Bis es passt. So, und dann wird das nicht mehr angezeigt.
Jetzt haben wir unseren Chat schön auf der rechten Seite, das passt auch alles. Jetzt muss er nur noch transparent werden und das machen wir hier. Wenn wir den auf Chroma Key geklickt haben, drücken wir hier auf Custom Color, Farbe auswählen und dann hier Pick a Screen Color und dann wählen wir entweder hier oder hier die Farbe, wie ihr wollt, die Hintergrundfarbe und klicken OK. Jetzt nicht erschrecken, ihr seht erstmal gar nichts. Das ist ganz normal, weil wir hier die Ähnlichkeit hoch haben. Das drehen wir runter. Jetzt sehen wir zumindest schon mal die Chatnamen. Und wenn wir die Klette jetzt noch runterdrehen und die Keyfarbe Split, dann sehen wir alles. Manchmal hat man im Chat so einen kleinen Schatten. Die einen mögen es, die anderen nicht. Wer ihn nicht haben will, macht Klette einfach auf 2 und schließt das Ganze. Und dann passt das. Und schon habt ihr euren Chat jetzt im Stream drinne. So, das zeige ich jetzt euch, das zeige ich euch vielleicht auch hier, mal gucken, ob es geht, weil normal, wenn ich das jetzt aufmache und schreibe, was sollte es hier transparent auftauchen, ne? Das heißt, Test-O-Matikum 2, Chat funktioniert transparento perfecto. Genau. Cooles Deutsch. So, wenn wir das jetzt drücken, Send, sollte es hier auftauchen, seht ihr, super cool. Und damit habt ihr euren Chat-Overlay. Und wenn ihr jetzt live wärt, dann würdet ihr das sehen, wenn jemand da schreibt, ne? So, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, es hat euch geholfen, was zu machen, voranzukommen, wenn ihr neu auf Trovo seid und noch, weil halt Beta ist, noch nicht alle Funktionen da sind, könnt ihr das damit machen. Wenn euch das Tutorial geholfen hat, lasst ein Like da, lasst ein Follow da, ein Subscription oder was auch immer. Unter dem Stream könnt ihr auch mir eine Spende zukommen lassen, wenn ihr wollt. Damit unterstützt ihr mich als Spieleentwickler und Streamer und dort findet ihr einen PayPal-Link. Gut, bis dann, Markus von Mobile Nerd Games. Bevor ich es vergesse, ihr findet mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook und bla 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 bla. Alle anderen Social Media Plattformen. Und meldet euch doch, sagt mal hallo, sagt danke, falls es euch gefallen hat und es euch geholfen hat. Grüße, Markus von Mobile Nerd Games. Jetzt aber. Ciao, ciao.